Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier gerade für den Marsch Version 2.7. Ja, ich mache nur weiter mit Ballenpressen. Ich habe nur heute die neue Version hochgeladen. Ja, schon mal dabei war, gleich mal neu Audreif Version 1.1.08 und Cosplay die Version 0.47 von gestern. Ne? Und wir machen hier weiter. Mit ja, wichtig, ne? Den Punkt einstellen. Laufen wir gleich wieder zum zweiten Traktor. Ja, hier noch schnell Ballen pressen. Dann nachher auf Feld Nummer 50 noch Gras mähen. Ja, das ist das nächste. Und dann nachher die. Zuckerrüben. Denn paar Silagebahnen will ich auch pressen. Die brauchen wir halt für den Winter. Ne? Wieder weg, um damit die Biogasanlage zu betreiben. Apropos Biogasanlage betreiben, auf Feld 36. Habe ich noch ein paar Ballen zusammen. Ich fange mal hier mal an. Aber ich mache nur eine Notfallliste. Das heißt, ich mache einen Vorlauf 72. Dann fahre ich zum BGH, lege die erstmal weg und nehme dann ein paar neue halt. Dann muss hier entsprechend bald nächstes die Getreideaussaat vorgenommen werden. Weiß immer Gerste, muss ich mal schauen. Eins von beiden jedenfalls. So, C. Ja, bis dazu, ne? Ja, nächste Woche wird stressig, Anführungszeichen. Aber nicht für euch. Ich habe noch ein bisschen mehr Arbeit als sonst. Das heißt, für mich Gas geben. Das heißt, Überstunden. Deswegen stressig, weil ich auch noch nebenbei alles hier fertig machen möchte. Und das ist ein harter Brocken. Aber das irgendwie, das kriegt hin. Sollte also kein Problem sein, dass da entsprechend ja, vorweg zu arbeiten vielleicht, ne? Vielleicht unter Abend ein paar Aufnahmen machen oder so. Mal schauen. Ja, ich möchte mal den Rhythmus, den ich jetzt eingeschlagen habe, einfach beibehalten. Und nicht wegen ein bisschen Arbeit das zu unterbrechen. Ne? Das ist alles in Frühschicht zu machen, von daher ist es ganz gut machbar. Ne? Also im Montag und Dienstag richtig Schlag reinhauen, wenn die Kräfte noch frisch sind und dann nachher lässt es ein bisschen nach. So, 60. Ich kann auch zur Not auf dem Frühling hier Getreide aussehen, das ist noch nicht ganz so dramatisch. Hochstufe 1 sollte man nicht so sehr überschätzen. Da geht so einiges, ne? Ich habe festgestellt, die Spatter machen in der Kurve einfach schlechte Arbeit. Ich muss mal nächstes Mal einen anderen Modus wählen. Wenn ich dran denke, ein Schaf einzustellen. Ja, heute stressig gehabt, ne? Also heute Auto kaputt. Feder gebrochen. Vorne links. Und währenddessen, wo ich stand, auch rechts. Das ist das Ding.
Deswegen ist heute ein bisschen stressiger, weil ich ja dadurch ein bisschen später angefangen zu arbeiten und auch ein bisschen länger gemacht habe, weil eben halt so viel Arbeit ist. Das ist das ganze Verrückte jetzt. So, schnell zum BGH, aber nicht ins Silo rein. Gras nimmt nämlich auch an, die BGH. Aber die zahlt dafür weniger. Warum das so ist, kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, weil ich denke mal, im Gras ist ja die Energie eh vorhanden, was in der Silage sowieso da ist. Ne? Aber irgendwie, naja, das Silieren ist ja nur das Konservieren des Grases. Ne? Und bei Konservieren geht eigentlich ein bisschen Energie verloren. Denn hier muss ich aufpassen, jetzt hier rechts, da ist die neuen Ballen und dann drüben rechts, weiter weg, sind die alten. Und das wäre äußerst ungünstig, wenn wir die neuen und die alten mischen werden. Ne? Weil wir brauchen nur noch 2 Tage zum Silieren. Ist aber drinne. Könnt auch ein paar Ballen vom Hof nehmen und die zum anderen BGH bringen, ne? Weil Gärreste habe ich aktuell nicht und Silage. Ja, ich weiß, Silage ist von das andere ist auch alle. Die Rüben so. Mist ist auch nicht viel da. So, dann fahren wir jetzt hier rein und stellen bei der BGH ab. Die anderen Ballen hole ich näher später. Tja, Outdrive ist neu. Da habe ich gar nicht mehr gedacht, aber was kommt. Aber plötzlich habe ich das gelesen, online, Video. 1.1.08. Da wurden nur einige Fehler gefixt. Und ein paar Neuerungen gebracht wurde. Aber fragt mich jetzt nicht genau wo. Was ich gehört habe und gesehen habe, das soll wohl mit einem Abfahrer für die Fehlermeldung soll wohl immer nicht so häufig kommen. Aber jetzt geht's zum Hof. Dann nehmen wir die Lageballen, die da rumstehen, nehmen wir gleich mit und bringen zum anderen BGH. Die Ballen lasse ich jetzt hier liegen, die da noch stehen. Die paar, die bleiben hier. Ja, düngen wollte ich eigentlich noch mit Gärreste die Felder, wo die Hopfen waren, und da wollte ich noch Gärreste bringen. Geupdatet wurde auch das Infofenster rechts, hier unten rechts, im Auftrag zum Feld. Das wurde geupdatet und geupdatet wurde auch das Perso Farming. Das auch und das Add-on, was das erweitert Prinzip. Wo im Prinzip eine Firma beauftragen kann, die da ein das Messen durchführt. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Weil ich, wenn ein Feld näher mal gemessen werden muss, da braucht man nicht mehr selber fahren. Muss man nur halt beauftragen und das Geld dafür bezahlen halt. Ne? Aber hier bei den großen Feldern ist das sicherlich sehr hilfreich. Ne? So, ich habe hier 2-mal Ballen zu liegen. Beide sind im Prinzip Silage. Einmal rechts oben bei der Heutrocknung und da links. Da links, ne? Genau. Mal sehen, wie viele da oben sind. Ich wollte erst oben wegnehmen. Weil die da zuerst hingelegt wurden und dann können wir mal vielleicht von Feld 50 hierher fahren, ne? Theoretisch. Ihr könnt auch ein Silageballenlager hinstellen. Dann wäre das System schon. Ne? Aber mal sehen. Ja, die Spuren sind ganz gut. Ne? Das macht dieser Mod. Ne? Deswegen rollt der LKW auf dem Acker so langsam. Aber hier ist der Acker noch relativ trocken. Da ist es nicht ganz so dramatisch.
So. Genug Ballen da. Ein Teil ist sicherlich für Futter gedacht, obwohl ich aber an Silo noch was. Das war soweit noch an Silo, also lose noch im Lagerprinzip. Ja, gut. Ist dann halt so, ne? Kommt ja neu von Feld 19, sind ja auch noch etliche Ballen, die dann rumliegen. Auf zum BGH. Und dann gleich mal ja, Feld 7 für Rüben muss ich loslegen. Die zwei Abfahrer. Ja, im Grunde so viel Arbeit zur gleichen Zeit, das ist immer ein bisschen ungünstig. Ne? Man muss sich auf eins konzentrieren, sag mal so. Ne? Aber das gelingt mir heute auch wieder nicht. Ist halt so, ne? Ja, und Geld verdienen wollte ich auch noch für Feld, ich glaube 58, wo die Rüben sind, das große Feld. Das zweitgrößte Feld hier. Ja, gut. Na, unsere Schweine, ja. Ich stehe wieder eins. Ach, da ist der andere. Für die Rübe. Da könnt ihr ihn auch noch nehmen, den. Ja, mal sehen. Jo. So, erstmal. Grasmähen. Da haben wir extra hingefahren lassen. Feld 50. Da hat er sich garantiert mit den Ballen. Ja, gut, ne? Ja, düngen muss ich hier, kommt die eh nicht mit Dings rauf nachher. Vielleicht auch Gärreste mal sehen. Obwohl so viele wir gar nicht haben. So, hier gleich in grün. Hier müssen wir jetzt. Da haben wir zwei Fahrzeuge und beide sollen im Verband arbeiten. Das heißt, Kursgenerierung für Feld 50. Vorgewende rundherum. Zwei, also hier Fahrzeuge. Hier nehmen wir rund 59. Weil er zeigt mir die Breite an, die jetzt durch hochgeklappt ist. Durch von vorne, glaube ich. Ja, 69. Ein Vorgewendebahn. Nehmen wir ruhig zwei. Beginnen auf Feld rein. 50 oder rum 2 so du bist dann links mache ich so ich mache mein erstes Fahrzeug immer links aber würde auch sicherlich andersrum funktionieren. Hier kurz kopieren, den auf rechts einstellen. Das andere müsste noch aktiviert sein. Ja, ersten Wegpunkt. So und Abfahrer einstellen. Ganz kurz gucken, wie er hinfährt. Die ersten Meters, ja, passt. Ich selber darf nicht drüber fahren. Ich würde Fruchtzerstörung verursachen. Da fahren wir gleich mit. Weil ich habe immer die Befürchtung, dass die sich immer anfangs möglicherweise blockieren könnten. Ne? Das ist ja, was ich vermeiden möchte.
Ja, dann ist die erste Bahnpresse fertig. Dann könnt ihr gleich den nächsten Schwader herschicken. Oder beide am besten. Und dann die Bahnen pressen. Und gleich mal die Rübenernte beginnen, ne? Ja, der Feld 50 ist ja gedacht für Gras im nächsten Jahr. Feld 19 und Feld 36 werde ich ja definitiv jetzt nachher für Weizen und Gerste nehmen. Einmal Weizen, einmal Gerste. Ne, das hat beides geklappt. Ja, das klappt schon mal. Sieht auch sauber aus. Reines Gras. Das Gras ist deswegen so dunkelgrün, weil hier oben ist ein Symbol feucht. Wenn das Symbol nicht wäre, dann wäre das Gras heller und trockener. Das würde auch schneller zu Heu werden. Weil in diesem Zeitpunkt her ist es recht feucht. Und dann könnte es länger dauern. Ne? Aber wie gesagt, im Herbst macht man eigentlich kein Heu. Weil es einfach schlichtweg die Nächte schon länger werden und es dadurch nicht genug trocken wird, ne? Heu sollte man versuchen im Sommer einzuplanen oder im Frühjahr. Es ist einfach klüger, Anführungszeichen, ne? Das ist halt so, ne? Wenn man die Witterung muss man da besser nutzen. Natürlich kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, ich nehme die Heutrocknung. Aber das Gras ist im Frühling einfach besser, ne? Ist so. Hat früher mehr Kraft. So, die Rübenernte, wie gesagt. Ja, genau. Schwarten. Verkauf. Ja, Gärreste. Gärreste ist hier fertig gewesen. Ja, das müssen wir morgen machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, Rübenernte. Das heißt, hier erstmal programmieren. Bevor ich hier vergesse, hier ist Feld 7. Feld 7 einstellen. Sonst wissen die Abfahrer nicht, wo sie suchen müssen. So, Kursgenerierung. 7. Bei Rübenernte ist es besser, man macht mehrere Vorgewände, weil die Arbeitsbreite recht schmal ist. Das kann sich hier mal gucken, mal wie aussieht. 5 Meter. Großgenerierung. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, würde ich meinen, also okay. Denn beim Wenden hat er sonst Probleme. Weil er muss ja sehr lange wenden. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Und jetzt muss ich auch sehen, dass ich Abfahrer herkriege. Ne? Das heißt, hier bei der BGH war ja einer. Den wollte ich ja nutzen. Ganz wichtig, den wollte ich noch den Anhänger tiefer legen. Man kriegt deswegen zwar weniger Rüben mit, aber trotzdem habe ich hier einen Tankstelle hingestellt. Ja, ich hatte aber, ja, stimmt. Ja, lass ich mal warten. Jetzt kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Was wollte ich sagen? Also ich wollte ja den eigenen Tankstelle machen. Und da war ein guter Punkt für Outdrive auch selber ranzufahren. Naja. Gut, ich habe schon vergessen gehabt, ne? Ja, ist nochmal so. Ist immer recht anstrengend, Anführungszeichen, wenn man da ja, für mehrere Sachen im Kopf behalten muss, ne? Weil ich mache ja nur zwei für wo ich zeige und eins, wo ich im Prinzip offline allein was mache. Mein klein, noch klein. So. Tankmeier voll. So, aber reparieren kann trotzdem. Noch nicht verkaufen.
Der auch reparieren. Konfigurieren. Das ist eine kleine Variante, ne? So. Das mache ich deswegen, weil die einfach sonst Probleme haben, ne? Beim Abtanken oder Bunker der Rüben, weil die ja recht tief. Ja, tief ist der Abladerohr. So. Das Nummer 2. So. Der muss ich einstellen, und zwar abladen. Ja. Oh! Ich sehe gerade die Schuhe. Das soll es schon heute gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Reinschauen. Nochmal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht es hier weiter mit Rübenernte, Grasmähen, Ballen fressen und Warten. Tschüss. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.